Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zu der täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es nochmal um Oliver Pocher. Ich hatte bereits am Wochenende über ihn berichtet und diesmal macht er ein sehr peinliches und auch arrogantes Statement an die Polizei. Das geht 25 Minuten und er zeigt uns auch nochmal 11 Minuten, was er direkt auch dort zu der Polizei und zu dem Veranstalter und Co. alles so gesagt hat. Das ist absolut arrogant und peinlich, sehr unangenehm. Und das sage ich als jemand, der Pocher hier auch als Playlist hat, beziehungsweise auch Oliver Pocher eigentlich mag, dass er die Influencer zum Beispiel so stark auch in der Bildschirmkontrolle kritisiert hat. Und viele andere hat er ja auch stark kritisiert und somit den Leuten auch mal eine Grenze aufgezeigt. Und das fand ich immer sehr, sehr gut. Und der hat auch immer wieder Leute kritisiert, die sich nicht an die Corona-Maßnahmen halten. Jetzt ist er selber plötzlich der Meinung, dass das ja doch alles überhaupt nicht so schlimm sei, wenn man sich nicht dran hält, und macht sich dort ziemlich zum Affen. Was ich auch ziemlich daneben finde, er zeigt dort zu Beginn, dass ja auch der Rapper Flair zum Beispiel festgenommen wurde und das sei alles absolut richtig und es ist ja total affig, dass er sich da gegen die Polizei so echauffiert und denen dort Beschimpfung an den Kopf wirft, was ja auch vollkommen too much ist, ja, brauchen wir nicht drüber reden, aber macht das im Umkehrschluss auf eine andere Art und Weise auch nicht wirklich besser, denn er ist absolut arrogant gewesen, hat die Polizisten als Dorfpolizisten betitelt, was ja auch nicht so wirklich nett ist. Er findet, das ist so im Rahmen und gar nicht so wild, aber ich hätte das auf jeden Fall genug empfunden, um ihn festzunehmen und ihm mal einen reinzuwürgen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand das sehr bewundernswert, wie ruhig die Polizisten dort gewesen sind und auch die Veranstalter wurden dort ziemlich eklig behandelt und das muss ja am Ende nicht sein und die Regeln gelten nun mal auch für einen Oliver Pocher, auch wenn die Regeln vielleicht auch hier und da nerven und wir die vielleicht auch hier und da als nutzlos, schwachsinnig und blödsinnig empfinden, gelten die nun mal für alle, dann muss das halt auch jeder umsetzen und auch ein Oliver Pocher und das finde ich halt irgendwie ziemlich strange, dass er das nicht so ganz verstanden hat. Das ist auch ziemlich viral gegangen, sein Statement und einige haben auch gesagt, Mensch, was ist das denn für ein Eigentor? Zum Beispiel ein User hat geschrieben, ein Eigentor, das Video hochzuladen, peinlich Pocher, kann ich mich nur anschließen, hat 4000 Likes bekommen. Am Ende haben sie nur ihren Job gemacht, auch absolut richtig und viele andere, die auch Oliver Pocher sehr stark kritisiert haben aufgrund dessen und das auch vollkommen zu Recht. Wie gesagt, ich sage das hier als jemand, der Oliver Pocher durchaus sympathisch sonst findet, weil er sonst eigentlich auf Instagram mit der Bildschirmkontrolle die letzten Jahre oder letzten Monate zumindest, letzten 12 Monate in etwa, sehr gute Sachen auch aufgeklärt hat, aber irgendwie lässt er so ein bisschen nach und die Aktion finde ich persönlich peinlich und ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt. Ich lasse jetzt das Video komplett für euch durchlaufen. Das geht jetzt 25 Minuten. Das ist jetzt ein XXL-Video, aber seid gespannt und was der Oliver Pocher alles zu sagen hat und ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Ganzen unten auch in den Kommentaren sagt. Wir sehen uns dann morgen wieder um 12 Uhr zur täglichen Dosis Trash. Bis dann und ciao, ciao. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Bildschirmkontrollen-Spezialausgabe wegen diesen Szenen. Okay, ist ganz entspannt. Vielleicht ist man ganz entspannt. Wir haben alles drauf. Du fängst ja nicht an mit. Wie konnte es zu diesen Szenen kommen? Bin ich ein radikaler Querdenker? Habe ich die Maskenpflicht nicht beachtet? Warum bin ich da überhaupt abgeführt worden? Und wo ist überhaupt Hartenholm? Fragen, die wir jetzt ganz kurz hier aufschlüsseln werden. Denn, ihr habt es mitbekommen, am Freitag ist es zu einem Vorgang gekommen, der ja jetzt für alle Beteiligten nicht besonders sexy ist, aber den ich hier gerne auflösen möchte. Und zwar, indem ich einfach das Video inklusive der gesamten Diskussion in voller Länge euch präsentieren werde. Und dann könnt ihr euch euer Bild machen und dann schauen wir auch einfach, was ihr denkt und dann sind alle auch wieder entspannt, ganz entspannt und können weitermachen, denn grundsätzlich macht die Polizei ja einen guten Job. Sie sind oft an der richtigen Stelle, auch wenn Prominente mal irgendwas machen, dann sind sie da, wie zum Beispiel hier, wir kennen uns nur noch an diese schöne Polizeikontrolle von Flair, Stichwort Fanboy erinnern. Was muss denn stehen, Fanboy? Deswegen hast du mir hinterher und schickt mir nichts, deswegen.
Sie beruhigen sich. Ich bin ruhig. Ich habe Sie jetzt dreimal aufgefordert. Ihre Dokumente zu geben. Sie weigern sich. Hab ich nicht. Okay. Dann drehen Sie jetzt bitte die Hände ans Fahrzeug. Wo befinden Sie? Deswegen? Ich werde Sie ja befinden. Kleiner Funfact, Flair wurde angehalten und sie wollten die Fahrerlaubnis sehen, die konnte er leider nicht präsentieren und er sagt, wieso? Ja, weil wir dreimal gesehen wollten, dass sie ihre Fahrerlaubnis haben und wenn sie ohne Führerschein durch die Gegend fahren, ist das einfach ein bisschen was anderes. Er hat Fanboy bezichtigt und normalerweise kommt das SEK, wenn sie bei ihm sind, es geht noch ein bisschen weiter und auch Respekt an die Kollegen der Polizei, die hier so lange ruhig geblieben sind. Woher ist die Vermutung? Du Fanboy! Ich kenne nicht die Leute, Alter, aber du neidisch bist. Du wärst kein Rapper geworden, ha? Ja. Du neidischer Schwanz. Okay. Du neidischer Schwanz. Du auch alles auf dem Video mit drauf? Ja, alles drauf, du Schwanz. Du kannst 100 Kollegen holen, du Schwanz. 100.000 Kollegen. So viele gibt es dann auch nicht bei der Polizei. Und Fun Fact, Flair hatte keinen Führerschein, wurde deswegen verurteilt, hat, glaube ich, 10 Monate auf Bewährung bekommen. Schwanz und solche Ausdrücke darf man halt auch nicht sagen. Also hat sich im Ton vergriffen, hat das filmen lassen, wollte den Schafen machen, die Nummer ist komplett nach hinten losgegangen. Man muss einfach auch wissen, wann man der Polizei wie gegenübertritt. Normalerweise ist die Polizei ja auch relativ cool. Zum Beispiel auf TikTok gibt es solche geilen Polizisten. Wow, ja, so wollen wir die Polizei sehen. Cool, modern und wie es sich einfach gehört. Und auch ich habe gerade zum Beispiel in der Querdenker-Szene mit der Polizei auch Erfahrungen gemacht, als ich bei Attila Hildmann gewesen bin, damals als er noch in Deutschland war, am Reichstag, letztes Jahr im Mai ist das gewesen. Und dann kam die Polizei auf mich zu hier und hat mir gesagt, dass ich gerne das Gelände jetzt verlassen würde, weil sie nicht mehr für meine Sicherheit garantieren können. Und dadurch haben wir eine viel größere Unterstellung als ohne sie. Wo wollen Sie hin? Hier vorne müssten wir raus. Und dann hat die Polizei mich rausgeführt, weil sie einfach sagen könnten, hier ist es nicht sicher genug für Sie. Habe ich sofort zugehört, bin gegangen, kein Problem. Nochmal, wenn man mir was erklärt, kann ich die Sachen sofort verstehen. Ich bin sofort dabei. Und ich habe auch Respekt vor der Arbeit, die Polizisten machen. Aber es kommt auf die richtige Situation an. Und diese Situation möchten wir jetzt hier nochmal aufdröseln. Es befand sich in Hartenholm und jetzt erzähle ich nochmal die Geschichte, wer sie mitbekommen hat. Wir spielen ja diese Strandkorbkonzerte. Diese Strandkorbkonzerte sind, ja, nicht das Allersexigste, weil wir wollen eigentlich in der Halle spielen, weil da sind wir vor Wetter geschützt. Wir können ganz normal alles so machen, wie wir können. Geht halt momentan nicht. Wegen Corona müssen wir uns daran halten. Die Strandkorbkonzerte waren die einzige Möglichkeit aufzutreten. Wie ich auch finde, zu total überteuerten Preisen. Weil so ein Strandkorbkonzert kostet im Regelfall bei uns beim Podcast 50 Euro. Das ist ungefähr 20 Euro mehr von dem, was wir normal nehmen würden. Aber es heißt, aufgrund der massiven Hygieneregeln etc. pp. Muss man diesen Preis nehmen, weil sonst kann man einfach gar nicht spielen. Also, Amira und ich haben uns abgesprochen, haben gesagt, okay, lieber spielen als gar nicht spielen. Wir geben den Leuten zumindest die Option, finde es auch total in Ordnung. Wenn Leute sagen, das ist mir zu teuer, komme ich nicht hin. Es wird definitiv nächstes Jahr wieder zu normaleren Preisen ganz normale Auftritte geben. Es gibt verschiedene Auflagen, das wissen wir. Es ist kompliziert. Man ist da auf einer 6 Meter hohen Bühne. Die Strandkörbe sind alle voneinander weg. Der Ton ist teilweise nicht besonders gut. Man kann nicht überall was sehen. Es ist wirklich eher mühsam. Aber wir versuchen trotzdem Entertainment in diese ganze Geschichte zu bringen. Doch, ja, was soll ich sagen? Ich kenne auch die Regeln. Ich gehe trotzdem immer ins Publikum, mache ein sogenanntes Q&A, wo die Leute uns Fragen stellen können und gehe da ganz normal drin, weil es kann einfach nichts passieren. In 30 Sekunden oder einer Minute neben jemandem stehen mit einem Meter Abstand oder so, da gibt's Corona an der frischen Luft. Das haben wir mittlerweile gelernt. Das ist wirklich, wirklich unwahrscheinlich. Da ist es wahrscheinlicher, dass Armin Laschet jetzt noch Kanzler wird.
Aber möglich ist es natürlich. Gut, dem bin ich mir komplett bewusst. Und wir haben in Hartenholm, das ist in Schleswig-Holstein, ungefähr 30, 40 Kilometer hinter Hamburg, wo das Einzige, was in Hartenholm je stattfindet, auf diesem Flugplatz, wo auch, glaube ich, nie einer groß fliegt, also zumindest kein kommerzieller Flieger, ist das Werner-Rennen. Das ist das Spektakulärste, was da gibt. Ich habe mit Amira, Montag vor 14 Tagen haben wir da gespielt, mit dem Veranstalter, mit allem drumherum. Es sind ungefähr 600 Leute da gewesen. Und es hieß auch schon da, bitte sich an die Zeiten halten, weil es gibt einen Nachbarn. Also ich meine, da wohnen 6 Leute gefühlt, da ist nichts um diesen Flugplatz rum. Ein Nachbarn, der regt sich immer auf und wir müssen hier um 10 pünktlich runter sein. Ich habe das natürlich auch komplett ausgereizt und habe bis um 21:59:30 gespielt. So, das fand schon der Veranstalter, der Produktionsleiter vor Ort mittelmäßig. Dieser Kollege, Philipp, nach meiner Recherche, hat sich da auch schon bei uns dann beschwert. Ja, das kann doch nicht sein und sowas halt. Aber Leute, wir können bis 22 Uhr spielen, also spielen wir natürlich bis kurz vorher dran. Alles okay. Jetzt trat Pietro eine Woche später auf. Also bin ich zu Pietro hingefahren, um ihn einfach zu unterstützen, um mir sein Konzert mal anzugucken, um einfach mal zu sehen, wie es halt so ist. Weil aktuell Amira für eine Produktion für Vox auf Fehmarn ist und deswegen, da bist du froh, wenn du abends mal selbst nach Hartenholm kommen könntest. Und Pietro wusste Bescheid, ich bin da ganz normal Backstage vorgefahren, die Kollegen kannten mich schon, hallo, ja, Olli, ja, ich bin hier für Pietro, bitte durchfahren, wir haben uns gesehen, er hat gesagt, na, irgendwie, vielleicht hole ich dich nochmal auf die Bühne, ich so, kein Problem. Ich bin auf die Bühne gegangen, die Leute waren gut drauf, es haben sich solche Szenen abgespielt. Danach haben wir Mein Tanz zusammen performt. Und ich habe noch ein bisschen Partystimmung gemacht, Mallorca-mäßig. Ich wusste, die Assis hatten Ausgang. Gut. So. Und vorher hieß es schon, ich habe Pietro gesagt, ey, pass auf hier, wenn du runtergehst an der Bühne, sieht hoch aus, aber hier unten sind so 1,5 Meter, kannst du runter. Daraufhin sagte einer von der Bühne, ja, aber bitte nicht machen. Ich so, nein, natürlich nicht, ist Corona, können wir auf gar keinen Fall machen. Hab das aber 10 Tage vorher auch gemacht und war 30 Minuten unten und dachte, ja gut, für 30 Sekunden kann ich das machen. Und ich habe das gemacht und habe auch noch auf die Corona-Regeln natürlich hingewiesen. Mit dem Augenzwinkern. Achso, nee, das ist der falsche Clip. Wo ist denn dieser Corona-Clip? Warte, den habe ich hier. Das, die Zeit nehmen wir uns, das ist doch gar kein Problem. Hier ist das gewesen. Wow, echte Menschen, bleibt doch mal am Platz, Corona-Regel. Bleibt doch mal am Platz. Ich muss nur ganz kurz schwimmen. Und dann habe ich gezeigt, wie fit ich bin, dass ich über diese Gitter springen kann. Und bin dann auf der anderen Seite über die Gitter wieder zurück. Das heißt, ich war ungefähr 45 Sekunden da unten. Dann bin ich hochgegangen. Hinter der Bühne hieß es dann schon kurz danach, du, der hat jetzt irgendwie die Polizei gerufen, die wollen irgendwie mit dir reden. Ich so, gut, alles klar, ich bin gespannt. Was gibt es denn jetzt? Ein Ordnungsgeld, 15 Euro, weil ich keine Maske getragen habe. Habe ich noch den Gag gemacht, können Sie gerne an Pietro schicken, ist ja momentan selbe Adresse, kein Problem. Und Pietro wird auch immer Backstage begleitet, filmt das natürlich auch. Wir machen auch sehr oft irgendwie dann einfach Videos, um da kleine Videos von diesen Auftritten zusammenzustellen. Das hat da auch stattgefunden. Ich habe gesagt, du, ach, da unten ist die Polizei und der Veranstalter, kein Problem, film doch einfach mal mit, vielleicht wird's ja lustig. Das war's. Jetzt seht ihr dieses Video ungeschnitten, ungekürzt mit der ganzen Diskussion. Der so ein bisschen für die ganzen für den Hintergrundinformationen, der erste Kollege, der mich anspricht, ist der, der gesagt hat, Platzverweis. Der zweite ist Philipp, der Produktionsleiter, der von diesem Hockeypark, die eigentlich normalerweise diesen Großteil dieser Strandkorb-Festivals veranstalten, beauftragt ist, aber ein örtlicher Veranstalter ist, so wie ich das mitbekommen habe, und da in Hartenholm sozusagen sein Hausrecht hat und einfach aus reiner Frackigkeit so reagiert, wie er reagiert hat. Ich habe versucht, darüber zu diskutieren. Schaut euch dieses Video an. Es ist manchmal am Anfang noch, weil die Leute laut sind, nicht ganz so gut zu verstehen. Wir haben hier und da mal versucht zu untertiteln. Aber jetzt das Ganze in voller Länge. Viel Spaß mit einer Sonderausgabe. 11 Minuten 50 Blaulichtreport und auf Streife Spezial. Und danach hören wir uns noch mal ganz kurz. Ja,
bitte. Ich hab schon gehört. Ja, der Veranstalter ist nicht mehr weiter geneigt, dass sie die Tür weiter aufhalten. Ja. Ja, es tut mir leid. Ich muss jetzt gucken, das Gelände zu verlassen. Ja, also, das ist mir wirklich leid, was soll ich sagen? Mir ist das total scheißegal. Aber theoretisch kann ich ja frei noch bewegen, natürlich Haus, wenn ich mich sowieso jetzt, die wir auch aber da brauchen Sie noch zwei Polizisten zu. Ich nicht, also, ich habe ihn nicht gerufen. Ich glaube, ich kann ganz normal mit ihm sprechen. Ja, also. Sowieso. Ach, was ist denn das Problem vom Veranstalter? Sie sind wieder auf einer Bühne gesprungen, wenn das Publikum kommt. Wer ist denn der Veranstalter? Der lustige Bärtige oder welcher von denen? Lustige Bärtige. Ja, wer ist denn der Veranstalter? Der Veranstalter ist der Hobbytag und der Produktionsleiter bin ich von der Körper. Ja, moin, Tag. Aber wer ist denn der Veranstalter? Wer hat denn alles gesagt? Ich habe das gesagt. Du hast das gesagt. Ja, okay. Und warum? Weil wir heute eine Kontrolle hatten, wo es nochmal darum ging, dass niemand ins Publikum gehen darf. Okay. Und wenn natürlich dann 10 Minuten später ein Künstler ins Publikum geht, also noch dazu so jemand, der nicht angemeldet ist, dann gefällt dir das einfach die Produktion. Welche weiß, Produktion gefällt das denn? Naja, unsere weiteren Wir haben noch zwei Shows. Ja, das sind ja, immer noch zwei Shows. Aber du weißt auch, wie viel Geld wir in letzter Zeit verdienen haben. Ja, so, und also, die zwei Shows sollen gerne stattfinden. Ja, die finden ja wohl auch statt. Ja, das ist halt aber das Problem, wenn man gerade das hat. Ja, aber es läuft ja auch mal. Sag mir bitte, dass du es irgendwie jetzt einfach sagst, weil du es sagen musst. Aber nicht, weil es wirklich deine Meinung ist. So ist meine Meinung. Das ist deine Meinung? Das ist meine Meinung. Okay, alles das klar. Funktioniert so nicht. Was funktioniert denn so nicht? Dass man ins Publikum geht, wenn es die Ansage gibt. Das geht nicht. Wir haben hier irgendwie... Wir sind am Montag, haben wir doch genau dasselbe gemacht. Ich da auch ins Publikum gehabt. Was ist denn der Unterschied zwischen Montag, wenn wir hier auftreten, und zwischen heute, wenn ich ins Publikum gehe? Naja, zum Beispiel, dass es vorher eine Ansage an die Produktion gab, dass das nicht geht. Aber ich hab doch Montag vor 2 Wochen habe ich doch genau ins Publikum gegangen. Ja, das stimmt. Ja, gut. Da gab es vorher auch schon eine Ansage. Da war es kein Problem, oder was? Doch, da war es auch ein Problem. Was ist denn daran das Problem? Was ist genau das Problem? Das ist unser Hygienekonzept nicht. Das Hygienekonzept. Also glaubst du wirklich, dass ich in irgendeiner Weise Corona verbreiten würde, wenn ich ins Publikum gehe und mit den Leuten auf 1,5 Meter 0,3 Sekunden rede? Das glaubst du? Ernsthaft? Glaubst du das ernsthaft? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich kein Arzt bin, aber meine Aufgabe ist... Ich kann das beurteilen. Da kann nicht so wahnsinnig viel passieren. Ja, aber meine Aufgabe ist, das Hygienekonzept umzusetzen und nicht zu beurteilen, ob das eine Gefährdung ist. Ja, aber das ist doch. Aber du hast doch selber als Veranstalter noch genug Stress jetzt in letzter Zeit gehabt. Genau, und deshalb brauche ich sowas nicht extra machen. Ja, okay, aber es ist doch, du weißt doch selber, dass da jetzt dann nichts irgendwie in der Zeit passieren kann. Meine Aufgabe ist es, die Produktion und das Weiterführen der Produktion durchzusetzen. Was ist denn, wie heißt denn nochmal eure Produktionsfirma? Hockeypark. Ihr seid der Hockeypark. Ich bin nicht der Hockeypark, aber Hockeypark ist der Veranstalter. Hockeypark ist der Veranstalter? Also, du willst mich jetzt wirklich verarschen. Als Hockeypark, wir haben 20 Konzerte mit euch gespielt. Wir sind auch diejenigen, die euch den Arsch mehr oder weniger retten, indem wir hier auftreten, das Ganze drumherum. Und jetzt machst du hier so eine scharfe Ansage. Ich bin nicht der Hockeypark? Ja, ach, jetzt bist du nicht mehr der Hockeypark. Nein, dass du ein Hockeypark nicht bist, sehe ich, weil da sind das 2 Tore irgendwo. Dass du nicht der Hockeypark bist, ist mir schon klar. Aber du willst nach 20 Auftritten und sowas, willst du hier einen scharfen und harten Heu machen, jetzt 2 Tage vor Abriss? Ja. Weil das meine Produktion gehört. Ja, wir saßen vorher alle unten und euer Thema. Ist doch total egal. Ob wir zu den Zuschauern wollen, weil noch. Ich möchte von meinem Hausrecht Gebrauch machen. Ich möchte erstmal, dass du überhaupt froh bist, dass Leute wie wir hier überhaupt auftreten. Ja, bin ich. Ja, bist du. Anscheinend nicht. Aber im gesetzten Rahmen. Anscheinend ja nicht. Im gesetzten Rahmen, was ist denn der gesetzte Rahmen? Irgendwas mit dem Hockeypark. Ich gehe jedes Mal bei jedem Auftritt ins Publikum. Jedes Mal. Aber heute jedes ist gar keine Olli Pocher Show. Ja, aber es war trotzdem gut, weil ich kann ja als Gast auftreten, wann und wie ich will. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Wollen wir das jetzt weiterführen? Ja, können wir gerne. Ich möchte gerne mein Hausrecht durchsetzen und möchte gerne, dass der Pocher jetzt das Gelände verlässt. Nee. Und möchte ich gerne sehen. Dann soll die Polizei mich gerne mal abführen. Ja, das machen wir. Möchte ich gerne sehen. Herr Pocher, er hat momentan das Hausrecht damit. Da ist der Ausgang. Nein, ich bleib hier einfach jetzt erstmal kurz stehen. Dann du willst jetzt nicht ernsthaft. Moment, du willst mich jetzt ernsthaft nicht vom Hockeypark hier rausführen. Der hat das Hausrecht. Der hat das Hausrecht. Der darf das ausrechnen. Und jetzt willst du hier als Dorfpolizei auf einmal nochmal einen Schafen machen, oder was? Wir machen unsere Arbeit. Ja, ich weiß, pass auf, dann kümmere dich doch um Leute, die wirklich was machen. Keine Angst. Ich werde aus harten Heulen gehen und die Leute in harten Heulen waren sowieso nicht verdient. Aber das ist echt geil. Aber ihr willst mich jetzt nicht ernsthaft gewaltmäßig heraustragen? Nein, wir werden sie begleiten, aber sie werden sich bitte nicht. Sie werden mich begleiten, aber sie werden sich bitte nicht. Herr Bohrer, bitte. Ich habe jetzt... Ach. Alles klar. Okay, jetzt ganz entschlossen. Du bleibst jetzt mal ganz entschlossen.
Ich bleibe jetzt einfach mal entspannt. Okay. Nein, ich bleibe hier jetzt ganz kurz. Ich gehe sofort, ich gehe ganz normal. Du fängst hier nicht an mit Polizeigriff und allem drumherum. Fang hier nicht mit Polizeigriff an. Machen wir doch gerade. Doch, er hält mich hier fest. Lass mich los. Lass mich los. Lassen Sie da los, bitte. Ja, lass, mich los. Da lang, lass, mich los. Lass mich los. Ich gehe. Aber lass mich los. Einfach ganz entspannt sein. Lass ihn einfach, er will doch jetzt gehen, lass ihn einfach in Ruhe jetzt. Ja. Hat er Gewalt angewendet? Habe ich irgendwas gemacht? Das ist das Asozialste, was es gibt. Das ist das Asozialste, was es gibt. Ich habe nichts gemacht. Oder ohne diese Uniform würden die sowas nie machen. Die keine Reihe. Du hast sie mehrfach aufgefordert. Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn gemacht? Horror, Sie wollten was gehen, ich denn lassen gemacht? Sie los und Sie gehen. Was ist denn jetzt machen Sie das doch. Ganz kurz, ich gehe auch irgendwie, aber ich lasse mich doch nicht von euch so anpacken, als wenn ich hier irgendeiner wäre, der irgendwas geklaut hätte, oder irgendwas gemacht hat. Sie wissen doch, wie das läuft. Entweder wir sagen, ich weiß Sie kommen nicht, mit. Wie es läuft. Sie ich sagen, weiß wir kommen nicht, mit. Wie es läuft. Ich weiß nicht, wie es läuft. Ja. Aber so läuft es auf jeden Fall nicht. Okay. Ich lasse mir doch hier nicht von irgendwie Hockeypark klauen, wenn wir sowas machen. Ja, ich komme sofort mit, aber du packst mich erstmal nicht so an. So fängt es schon mal an. Okay? Ich habe in gewisser Form ja auch ein gewisses Recht irgendwie, mich normal zu bewegen. Ich hätte mich ganz normal verabschiedet, dann haue ich ganz normal ab. Okay? Und ihr braucht jetzt nicht einen Scharfen machen hier auf einmal. Alles klar? Nee, ist nicht alles klar. Gut, dann kommen Sie jetzt bitte. Ist nicht alles klar und du fässt mich nicht an. Du fässt mich nicht an. Ganz normal. Ganz normal. Ihr fasst mich nicht an. Ich lasse mich von euch einfach nicht anfassen, okay? Ich bin ganz normaler. Ich bin ganz normaler Typ. Der Steuern zahlt, der hier aufgetreten ist, hat der hier gespielt hat, das ist ganz normal. Ja, aber du lässt doch dich hier nicht vom Karren spannen von irgendjemandem, der hier vom Hockeyparken schaffen. Ich mach meinen Job. Nee, aber das ist. Aber du musst doch den Typen auslachen und dann ist doch okay. Er hat das Hausrecht. Und damit sind wir. Er hat das Haus. Ja, Alter, wo sind wir? Wo ist es denn? Das Grundstück verlassen. Ich will das nicht. Wo ist denn dein Hausrecht? Ich habe für den Kollegen habe ich noch irgendwas Geld eingespielt und das Ganze so. Von der Seite ist aber egal. Ich weiß, dass euch einiges egal ist. Danke. Euch ist einiges egal, das ist ja das Problem. Nur ihr müsst mal verstehen, wen ihr wann und wie wegschafft. Ja? Macht euren Job da irgendwie, wo es wirklich drauf ankommt. Und da gibt es genug Sachen hier in Schleswig-Holstein und überall, an die euch ihr wirklich machen könnt. Aber ihr müsst mich nicht an mir vergreifen, okay? Ich habe euch nichts getan. Doch, hast du gerade gemacht. Doch, 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 da kann man sich auch theoretisch mal für entschuldigen, okay? Ich habe euch nichts getan. Ich habe euch nichts getan. Ich bin komplett Team Polizei, wenn es drauf ankommt. Dann jetzt bitte auch. Wir fassen Sie nicht an, dafür gehen Sie jetzt bitte. Entschuldige ich bitte. Entschuldige ich dafür, dass du eben gerade so gezogen hast. Machst du nicht, ne? Entschuldige ich bitte dafür, dann ist alles in Ordnung. Mach's. Mach's bitte. Ja. Machst du nicht. Machst du nicht. Ich würde. Was? Weil du gerade meine Arme mir komplett anpackst und hier auf Polizeigriffmodus bist, irgendwie für was total lächerlich ist. Sie sagen, lass mich los und dann komme ich mit. So, jetzt haben Sie hier 5 Minuten eine Show gedreht. Nee, ich habe sogar 10 Minuten gemacht, ja, irgendwie und sowas halt. Sind Sie durch? Du brauchst mir. Nee, lass mir von dir einfach nicht sagen. Okay? Du brauchst jetzt nicht irgendwie anfangen. Ist doch, gib uns, lass uns die Hand geben, ihr seid doch einfach. Ihr seid doch. Können wir gerne machen. Wir haben doch ganz andere Probleme. Okay? Geh nach Hamburg, mach einen Scharfen bei Clankriminalität oder bei Sachen, die wirklich wichtig sind. Ja? Klär Morde auf. Klärt mal mit euren rechtsradikalen Chats, was in der Polizei gerade läuft. Klärt ganz viele andere Sachen. Aber fangt nicht an, jemand, der ganz normal hier ist und einfach ganz normal geht, so einen Scharfen zu machen. Okay? Haben wir uns verstanden? Ich glaube, dass Sie gerade mit dem Falschen da reden. Mit wem rede ich denn? Wieso? Du bist doch von der Polizei. Ja, aber da mache ich mich, wo irgendwie die Leute. Ja, aber bevor du hier einen harten Holm schaffen machst, irgendwie fahr nach Hamburg und bekämpfe da irgendwie Clankriminalität oder irgendwas anderes. Ja, das ist ja das Schlimme. Und du willst mich hier mit einem Polizeigriff abführen, als wenn ich sonst was gemacht habe. Okay? Ich bin Comedian, ich habe eine Show gemacht, ich bin einmal rübergelaufen und das war's. Das kann ich ja auch verstehen. Okay. Wenn der Herr sagt, ihr möchtet sein Haus durchsetzen und braucht die Polizei dafür. Ey, der Herr hat einfach sonst was irgendwie. Nochmal, ich habe für den Typen irgendwie, ich bezahle seinen Job mit und Pietro auch, weil wir hier auftreten, weil wir nach Hartenholm kommen, weil wir eine Show machen, weil wir irgendwas machen wollen. In 2 Tagen ist der Bums abgebaut. Da habe ich nichts mit zu tun. Ja, ich aber sei, dreimal drum gebeten, sei doch einfach normal. Herr Popper, ja, kommen Sie bitte mit. Es ist doch lächerlich mit dem Typ. Es ist doch lächerlich mit dem Typ. Das ist doch bescheuert, jetzt vor der Kamera hier jetzt so ein. Ich kann das auch, ich mache das auch off-camera, da habe ich gar kein Problem mit. Weil ich finde, das, was ihr macht, ist grundsätzlich eine richtige Veranstaltung, aber an der richtigen Stelle. Und deswegen habt ihr so einen miserablen Ruf, weil ihr es teilweise an der falschen Stelle macht. Ich weiß, ihr geht ja mal Arsch vorbei. Meine Entscheidung. Ich soll jetzt nur Sie hier runter begleiten und ich würde Sie jetzt entschuldigen. Entschuldige einfach. Dann entschuldigen wir uns beide. Ja, gar kein Problem. Wofür soll ich mich entschuldigen? Sag ganz kurz, wofür ich mich entschuldigen soll. Dass Sie hier gerade mich hier vor der Kamera und meinen Kollegen und
dann sagen sie, ich lass los, machen es doch nicht. Aber ihr habt doch angefangen. Ja, aber ganz kurz, kausaler Zusammenhang. So, Paul, machen wir sofort, wenn sie jetzt mit uns das Gelände verlassen, okay? Das können wir auch jetzt machen. Nee, das machen wir. Das machen wir erst, Wir sind jetzt im offenen Gespräch, das müssen wir ändern. Gespräch ist normalerweise, dass der andere auch was sagt. Ja. Aber du willst doch, aber guck mal, in deinem Job willst du doch wirklich Leute irgendwie, die wirklich was getan haben, aber nicht sowas. Natürlich nicht, deshalb finden wir es ja auch gerade albern, hier zu diskutieren. Ja, aber müssen wir ja gar nicht. Eigentlich müssen wir. Das sieht genau, weil wir das Hausrecht durchsetzen. Das Haus, aber guck mal, wo sind wir denn? Security dürfen das nicht. Ach so, die dürfen das nicht. Ja. Na gut, ich kann ja da vorne runterfahren, laufe hier einmal rum, stehe hier wieder im Moor. Was machen wir denn da? Komm. Komm, nee, mach rein. Komm, mach. Komm, mach. Komm. Komm, mach. Kommen Sie jetzt mal. Ja, ich gehe, aber ganz normal. Entschuldige dich, dann ist alles gut. Ja, einfach, dass du irgendwie eben gerade hier so armmäßig ein bisschen ausgerastet bist. Ich gebe dir die Chance. Guck mal, ich reiche dir die Hand. Aber ich gebe ihm jetzt auch noch eine Chance. Nämlich, was passiert denn dann? Ja. Was willst du machen? Willst du mich hier rausschleifen dann irgendwie? Ja. Ist das wirklich dein... Ja, würdest du machen. Das ist ja nicht anders. Würdest du machen, wenn du es Hockey packst? Würdest du nicht auf? Nein, ich höre auch nicht auf, weil ich auch ein gewisses Recht habe. Ich habe ein gewisses Recht auf, irgendwie auch Sachen zu sagen. Müssen wir sie jetzt über das Hack platzieren? Nee, musst du nicht. Indem du einfach sagst, er ist ein Spinner und das war's. Nein, irgendwie. Ich mache ihn nicht. Ja, siehst du? Ihr steht auf der falschen Seite. Das ist leider öfter euer Problem. Wenn ich habe Sie Ihr Hausrecht durchsetzen wollen, machen wir das auch für Sie. Alles Gute. Ja, macht geht doch gleich. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß, toi toi toi. Harten Holm, bleibt stabil. Zum nächsten Werner-Rennen bin ich da. Was ist morgen für eine Veranstaltung, dass ich nochmal wiederkommen kann? Habe ich jetzt grundsätzlich immer Verbot? Habe ich Harten Holm Verbot oder nicht? Das ist für mich die einzige Frage. Ich könnte hier ganz kurz Mark Terenzi reinlassen. Christoph Alge. Wer darf rein? Er hat hier auf der Bühne gespielt. Also, alles Gute. Ich muss mit euch hier bleiben. Alles entspannt. Das war's. Und danach bin ich gegangen. Ganz normal, alleine zum Auto und abgefahren. Ich wäre so oder so gefahren. Man hätte es anders regeln können. Deeskalierend. Ich habe den Polizisten mehrfach die Hand gereicht, weil ich wollte eigentlich auch ein versöhnliches Ende für alle haben und das nicht so stehen lassen. Aber ich fand die Situation, also ich hätte mich auch entschuldigt, aber ich weiß nicht für was. Das Schlimmste, was ich gesagt habe, war, als Dorfpolizist hier jetzt einen Schafen machen, das ist das Maximale, ist aber wirklich komplett hinnehmbar. Und wir reden von einer Ordnungswidrigkeit. Und es geht darum, nicht sich gegen Corona-Regeln drüber hinwegzusetzen oder irgendwas anderes, aber es geht einfach um die Durchsetzung. Und man kann nicht da einfach hingehen, Leuten den Arm umdrehen, sie da irgendwie gewaltsam rausführen, weil einfach jemand noch nicht mal wirklich begründet irgendwas sagen kann. Wir haben doch wirklich andere Sorgen und Probleme, über die wir uns dahinstellen können. Und das ist ja das, was ich sage. Es gibt so viele Geschichten. Clankriminalität ist eines der Punkte. Wenn die sich ausleben wollen, da können die da in jede zweite Shisha-Bar gehen und mal richtig eine Ansage machen. Da haben die richtig Spaß. Da bin ich komplett dafür. Und bei ganz vielen anderen Leuten, oder auch wenn so ein Flair kontrolliert wird, gar keinen Führerschein hat und danach irgendwie von der Polizei eine Ansage bekommt irgendwie, wunderbar, ich bin sofort dabei, auch wenn irgendwelche Gesetze gebrochen werden. Ich bin dankbar, dass es die Polizei gibt. Aber manchmal ist einfach too much. Das war's. Und damit ist die Sache jetzt aber auch erledigt. Wie ich gesagt habe, Hartenholm bleibt stabil. Ich weiß gar nicht, ob ich Hartenholm-Verbot habe oder nicht. Wir werden früher oder später da irgendwann wieder auftreten. Und vergesst einfach Capital Bra und die ganzen anderen irgendwie. Der wahre Gangster-Rapper bin einfach ich. Ich habe es geschafft, wirklich auf dem Dorf in Schleswig-Holstein von der Polizei abgeführt zu werden. Das muss man erstmal schaffen. Das bleibt. In diesem Sinne bleibt auch ihr stabil. Wir sehen uns schon demnächst hier wieder. Und ich glaube, die Bratpfanne des Monats, bin gespannt, wo die diesen Monat hingeht.